Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Schnäppchenjäger und Sparfüchse, aufgepasst, hier ist sie wieder, die legendäre 10-Euro-Überraschungsshow. Die Show hat hier mittlerweile schon ihren festen Stammplatz bekommen und das ist auch gut so, denn egal welches Produkt Sie gleich sehen, es kostet alles nur 10 Euro. Ja, und Sie dürfen bis zu 5-mal bestellen, außer wir sagen was anderes. Und Anne, ich würde sagen, wir legen sofort los und holen Lerve und Jessica. Und hola! Habt ihr uns vermisst? Ja, und wenn Sie. Das will ich doch hoffen. Dankeschön. Schöne Mützen. Ja, schöne Mützen für 5 Euro. Toll. Mütze. Mit einem integrierten Lautsprecher, habt ihr, also ein Headset. Das heißt, mit dieser Mütze kommt man nicht nur gut durch den Winter, sondern die hat links und rechts hat die auch noch ein Headset, ein Stereo-Headset. Und das eingebaut. Mit eingebaut. Das heißt, du kannst jetzt hier auch deine Lieblingsmusik streamen. Per Bluetooth. Das ist natürlich Oh, ja, stimmt. Wollt ihr die mal aufsetzen? Ich habe mir gerade die Haare gemacht. Ja, ich habe mir auch gerade die Haare gemacht. Du kannst sie ruhig anziehen. Aber ich habe mir doch auch gerade die Haare gemacht. Möchtest du? Ich möchte dich jetzt nicht überreden, aber... Ja, doch, natürlich. Okay. Eine tolle Mütze, super weich, super elegant. Natürlich, Beanies sind ja voll im Trend im Moment. Und ich setze sie mal auf, damit Sie sehen, wie schick die ist. Und die hat jetzt hier in den Ohren tatsächlich Lautsprecher drin. Das ist ja irre. Steht dir. Es sieht super gut aus. Es sieht wirklich gut aus. Ich habe eben reingeguckt, also... Eminem. Eminemingo. Nein, das ist eine sehr, sehr bequeme Mütze. Ein Minion. Ich meine, es ist jetzt kalt, da brauchen wir alle so eine Mütze. Und warum nicht das Tolle noch mit dem Technischen verbinden hier, mit diesem Bluetooth-Headset? Da kann man dann eben beim Laufen, beim Spazierengehen Musik hören, seine Hörbücher hören, was auch immer, eben ganz normal über Bluetooth, kabellos natürlich, mit dem Handy verbunden. Weißt du was, das hat sogar noch ein integriertes Mikrofon, das heißt, du kannst damit auch freisprechen. Du kannst telefonieren damit. Das ist richtig cool, dann gehst du durch die Stadt und redest und alle denken, du redest mit dir selbst. Und echt telefonierst. Aber es ist praktisch auf jeden Fall. Die Ohren bleiben warm. Ja, man sieht ja immer mehr Leute, die ihr Handy nicht mehr ans Ohr halten, sondern so mit dem sprechen. Ne? Vor allem jetzt im Winter, wenn es kalt ist, dann musst du es gar nicht raustun. Du kannst es einfach in der Tasche lassen. Ja. Mega. Und das Schöne ist, es steht jedem, also grau ist so unisex, steht jedem Mann oder Frau, passt zu jedem Kleidungsstil. Ja, egal welche Farbe und welche Haarfarbe, es passt auch zu jedem. Und es ist auch für jede Kopfgröße gut geeignet. Und das für 10 Euro ist natürlich ein Hammer, findet auch der Nikolas. Er schreibt, sehr gute Möglichkeit beim Langlauf und Schneeräumen entspannt Musik zu hören. Da macht die Arbeit richtig Spaß mit dem richtigen Sound und warmen Ohren. Carina aus Berlin schreibt, super Teil, Kopf ist warm und man hat seine Mucke am Start. Klar, natürlich nur für den normalen Gebrauch sehr zu empfehlen. Für Arbeit eher ungeeignet, ansonsten echt cool. So. Ja, Carina ist auch eine coole Socke. Ist das mit Akku oder ist es mit Batterien? USB-Ladekabel. Mit USB-Ladekabel. Das inklusive. Ach, das ist sogar inklusive. Das ist super. Das heißt, man braucht keine Batterien reinzutun. Das kann man es einfach immer wieder nachladen und hat dann unterwegs, ist man warm und hört Musik gleichzeitig, ohne dass man sieht, dass hier ein Kopfhörer drauf ist, sogar mit Freisprecheinrichtung. Man merkt das auch gar nicht da drinnen. Ne? Wenn man die aufzieht oder so, merkt man das gar nicht, dass das noch eingebaut ist. Ja, super, super Fashion-Utensil hier. Diese tolle, tolle Mütze mit Stereo-Headset. HZ2869 und die 569 ist die Bestellnummer. Greifen Sie jetzt zu, denn das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Mütze. Die steht jedem und vor allen Dingen hat man dann nicht nur warme Ohren, sondern kann hier auch ganz bequem noch Musik hören und sogar freisprechen. Das hat schon was. Ne? Also 14 Euro, allein In-Ear-Headsets kosten schon das Fünffache, ne? Ja, ich finde das auch viel besser als diese Headsets, die hier immer so in den Ohren stecken. Toll, tolles Starterprodukt hier. Bitteschön. Vielen Dank, Jessica. Gerne. Wir machen weiter. Das sieht aus wie eine Powerbank. Powerbank. Ja. Das ist sehr stylische Powerbank. Im Slim-Design, ne? Und sehr klein. Für 10 Euro kriegen Sie hier 10.000 mAh. Das ist es immer, worauf es ankommt bei diesen Powerbanks, dass da viel Strom ist. Du hast mich gestern gefragt, ne? Worauf es bei Powerbanks ankommt. Genau, das hat mich mal interessiert. Ja, viel Power. Das hat mich mal interessiert. 10.000 mAh. Also ein normales Handy, der Akku hat 2.500 mAh. Also kann man ungefähr so 9 bis 10 Mal laden, ne? Ja, so 4, 5 Mal. Also 10.000 mAh. Das ist sehr viel für das Geld hier. Die ist super robust, hat diese leicht gummierte Oberfläche.
Und reicht dann eben sehr lange. Das, was Sie auch wissen sollten bei diesen Powerbanks, die verlieren ihren Strom auch nicht schnell. Das heißt, das können Sie auch mal ein, zwei Monate im Schrank liegen lassen und haben trotzdem noch fast die volle Kapazität da. Also es muss nicht ständig am Ladeteil hängen. Und damit kann man dann eben, es passiert so oft, dass das Handy oder der E-Book-Reader oder das Tablet eben, der keinen Strom mehr hat, mit dem ist man dann eben da gewappnet. Mein Handy zum Beispiel, das ist total bescheuert, unter 10% kannst du nicht mehr fotografieren. Das schaltet dann in so einen Stromsparmodus. Stimmt, und gerade abends, wenn das Handy dann fast alle ist, will man ja Fotos machen, wenn man irgendwo ist mit Freunden. Super, so eine Powerbank sollte jeder haben. Ja, vor allen Dingen, jeder hat ein Handy und wir alle telefonieren ja nicht nur damit. Man macht ja alles mit dem Handy und dementsprechend schnell leer ist auch der Akku. Was mir gut gefällt, ist die kleine, kompakte Größe. Du hast es immer in der Handtasche, in der Hosentasche. Kann man ja auch gerne bis zu 5-mal zugreifen, weil Powerbanks sind mittlerweile richtig teuer geworden, ne? Ja, unsere nicht. Die ist nicht teuer. Holen Sie eine ins Auto, eine in Ihre Laptoptasche, eine in den Rucksack. Für zu Hause kann man die auch immer brauchen und im Jackett oder der Jacke natürlich auch. 10.000 mAh, es hat sogar Quick Charge. Und USB-C, also da können Sie auch die modernen Geräte anschließen. Quick Charge bedeutet, manche Handys laden schnell. Das geht aber nicht mit jeder Powerbank oder jedem Netzteil. Hier können wir sogar Quick Charge mitmachen. 10.000 mAh, sehr, sehr viel Leistung für kleines Geld hier. Kevin meint das übrigens auch, kleinhandlich daher leicht mitzunehmen, um unterwegs zum Beispiel bei einer Wanderung immer genügend Strom im Handy zu haben. Na siehste, das kann jeder brauchen. Tolles Geschenk auch für 10 Euro ZX28 89 569. Unsere Powerbank hier mit 10.000 mAh, sehr kompakt. Ich finde die richtig klasse. Die sieht das sehr robust aus und durch diese gummierte Oberfläche hat man da auch richtig was in der Hand. Da rutscht nichts weg. Tolle, tolle, tolle Powerbank. 10.000 mAh. Wenn du mal im Supermarkt solche kriegst für 10 Euro, dann haben die 2.500 oder 4.000 mAh. Und wir machen weiter. Sehr aufregend hier, diese Show. Anne, du darfst jetzt mal den Umschlag machen. Oh, wow. Danke schön. Oh, das ist unser Fieberthermometer. Was für die Familie. Das ist ein kontaktloses Fieberthermometer. Das können Sie einfach mit ein bisschen Abstand an Ihren Kopf halten und dann lesen Sie da die genaue Temperatur. Es ist ein Infrarot-Fieberthermometer und hiermit haben Sie blitzschnell, dass Sie Fieber messen können. Also es ist ein Medizinprodukt der Klasse 1 und innerhalb von 3 Sekunden hast du hier die Messer noch ein bisschen näher dran. Noch näher dran? Genau. Und dann hast du innerhalb von 3 Sekunden eben hier deinen Messwert. Das 34. Ist natürlich auch toll für Babys, Kleinkinder, weil du musst sie nicht wecken, wenn die krank sind und die schlafen, dann muss man sie nicht wecken. Ne? Weil früher, also als früher, ich noch Kind war... wollen wir gar nicht drüber reden, wo das Fieberthermometer überall hingesteckt wurde. Ja. Brauchen sie heute nicht mehr und das auch noch sehr schnell. Ja. Das steckt man unter den Arm oder in den Mund oder sonst irgendwo hin und dann wurde das dann mal drin gelassen und irgendwann war es dann fertig. Das hier, 3 Sekunden, nicht mal anfassen. Und das wisst ihr, was ich toll finde? Ich habe euch eben nicht zugehört, deswegen weiß ich nicht, ob ihr es vielleicht schon gesagt habt, aber es ist echt super gut für Kinder. Ja. Also, weil, ne? Also die gelernte Erzieherin mal wieder. Die Erzieherin kommt mal wieder aus mir raus. Weil Kinder wollen sich oftmals nicht Fieber messen lassen oder so. Die haben ja voll oft Angst davor. Mhm. Und da haben wir das im Kindergarten auch immer benutzt, dass man das nicht, also man kann das bei sich selber vormachen und dann sehen, es ist ungefährlich, passiert nichts und dann lassen sie sich das auch gefallen. Das habt ihr noch nicht gesagt gehabt, oder? Doch. Dennis aus Dessau schreibt dazu, einfaches und schnelles Messen der Körpertemperatur. Egal. Wichtig ist dies in der derzeitigen Zeit zur häufigen Kontrolle. Naja, gerade jetzt, eine Erkältungszeit, du willst dann ja auch das Ganze berührungslos machen. Gerade zum Thema hier Hygiene ist das super. Und wie ihr mich aussprechen lasst. Du hast hier sogar einen Risikoton. Das heißt, wenn die Temperatur zu hoch ist, dann gibt es einen Risikoton. Ja, super. Hätte man einfach also an, dann kriegt man sogar so ein Ampelsystem. Ne? Mhm. Auch perfekt, jetzt, wenn man irgendwie Freunde zu sich einlädt, kann man erstmal vor der Haustür so eine Einlassung. Genau. Ja, 10 Messdaten so kannst du sogar speichern. 36,4 Grad habe ich. Mir geht es richtig gut. Und dann kannst du auch noch Oberflächen damit messen. Ne? Glaub ich habt ihr mich gerade ausreden lassen, obwohl ich es selbst schon gesagt habe. Kinderbrei, der darf ja nicht zu heiß serviert werden, da kann man, oder Badewasser, kann man genau temperiert machen, eben mit dieser Oberfläche. Nur seit 2 Modi. Also, da steht nur Stirn, aber gut. Nee, es hat einen Hausknopf noch gehabt, das Ding.
Das ist natürlich toll. Sehr schön. Und das für 10 Euro. Die NX7468 und die 569 ist die Bestellnummer. Und gerade für so medizinisch zugelassene Fieberthermometer kann man ja richtig viel Geld ausgeben, ne? Bis zu 5-mal können Sie es bestellen. Wir machen weiter. Oh, Preisalarm. Bedeutet, jetzt gibt es ein Produkt, was sehr, sehr stark immer herunterreduziert worden ist. Somit gilt die Regel nur ein Stück pro Besteller. Oh, Das sieht nach Licht aus. Erstmal eine Fummel. Oh. Schöne Lichterketten. Das ist ein RGB, also der kann alle Farben. Mm. Lichterdraht mit Musiksteuerung. Das fummelt wie eine Klatschsteuerung. Oh ja, stimmt. Guck mal hier. Wenn du daneben klatscht, dann müsste es die Farbe oder müsste es darauf reagieren. Seht ihr das? Das ist so eine Lichtorgel fast schon. Wenn du das Musik laut machst, dann wechselt das die Farbe. Und hier kriegen wir das eben tatsächlich auch noch mit App-Steuerung. Das heißt, wenn man die App auf dem Handy tut, kann man jede Farbe unter der Sonne einstellen. Wie lang ist die? Die ist 5 Meter lang. Oh. Die ist super lang. Das ist so ein dünner Draht, den man auch so schön biegen kann. Mit Fernbedienung. Kann. Fernbedienung ist auch noch dabei. Das ist ja klasse. Das ist natürlich toll auch für den Partykeller. Ne? Guck mal, erst hier den bunt, Gästen kann man Fieber einstellen. Und dann dürfen sie feiern. Jetzt verändert sich die Farbe. Das kann man auch so einstellen, dass sich das die ganze Zeit verändert und man nicht eine Farbe einstellen muss. Ne? Aber hier steht, dass es auf Geräusche reagiert. Auf Geräusche, reagiert ne? Hat man ja gerade gesagt, Musik. Jetzt ist hier Party. Da ist Party, bei dir ist schon Party. Da muss man auf G machen, wenn du auf G machst. Was ist das für Geräusch? Dann oh ja. So mit Klatschen. Ja, jetzt. Da kann man, warte, lass uns mal kurz. Sieht auf jeden Fall so aus, wie Nerven da sind. Ui. Sieht ich man applaudiere das? Uns. Nein, du musst auf G stellen. So, guck mal, meins geht immer an. Ja, warte. Du musst auf G umstellen. Ja. We will rock you. Cool, das war echt cool. Das finde ich cool. Okay. Super. Also, die können Sie mit der Fernsteuerung, mit dem WLAN, also mit einer App und natürlich auch mit Geräuschen steuern hier. 5 Meter lang wird der Strom kommt per USB, man also entweder ein Netzteil lassen, oder wie wir es hier haben mit einer Powerbank. Ein riesen Effekt hier. Mit der App kann man jede Farbe unter der Sonne machen. Das ist dieses RGB eben. Und es hat den Akustiksensor. Du kannst hier auch noch dein Smart Home damit automatisieren. Du kannst andere Geräte damit koppeln und dann alles zentral steuern. Wir gehen mal auf Pearl.de, was sie normalerweise kostet. Da kostet sie schon sehr günstige 17 Euro fast. Heute bei uns im Preisalarm für 10 Euro. Leider dürfen Sie die nur einmal bestellen, weil wir dann ein ganz kleines Kontingent nur haben zu diesem Preis. Aber da können Sie dabei sein. Schnell sein, anrufen. Also das ist wirklich eins der tollsten Sachen, die ich bis jetzt hier in der 10-Euro-Show gesehen habe. Ich bin aber auch ein Spielkind, muss ich dazu sagen. Das ist, macht richtig was. Er kann auch gut in meine Keller. Also ich habe hier viele Sachen schon. Aber vorher schön allen Besuchern das Fieber messen, ne? Genau. Mit unserem Fieberthermometer. Zack. Jetzt kommt was Großes. Was ist das denn jetzt? Das ist ja jetzt mal behind the scenes hier. Besser geht's nicht. Ein Reiseorganizer und Aufbewahrungstasche für PC- und Mobilgerätezubehör. Das ist natürlich toll. Das heißt, hiermit schützen und organisieren Sie Ihr Reisegut. Man hat hier so kleine verstellbare Fächer. Die kann man nämlich herausnehmen. Echt und damit Fächer. Verstauen Sie Netzteile, Kabel und Computerzubehör separat voneinander. Und das mit nur einer einzigen Tasche. Dank verstellbarer Teile schaffen Sie große und kleine Fächer für Ihre Produkte. So haben Sie stets alles griffbereit und schützen im Falle eines Aufpralls sogar empfindliche Gegenstände vor Bruch. Zum Beispiel SD-Karten, Kabel oder USB-Sticks, ne? Oder alles Mögliche. Du kannst ein ganzes Tablet oben auch noch reinstecken. Da ist also genug Platz in dieser Reißverschlusstasche. Aber was Diana gesagt hat, was ich auch genial fand, dass du hier auch deine Schminksachen reintun kannst zum Beispiel. Ne? Also es ist wirklich viel Platz, weil hier sind überall versteckte Fächer. Das entdeckt man dann erst hier überall. Mhm. Und dann hier nochmal zusätzlich. Also der Wahnsinn, oder? Und richtig auch robust. Schmuck kann man hier auch reinmachen. So Ohrringe, Ketten, Armbänder.
Also ich würde externe Festplatten, USB-Sticks, Ladekabel, ja, Ladegeräte, Technik hier, ja, oder Technik-Sachen reintun. Kinder würden da vielleicht ihre Lego-Steine drin sortieren. Aber keine Ahnung. Es Farben. Muss ja auch was sein, was man gut schützen muss. Ne? Zum Beispiel wie, also weil das ist ja extra, diese Verstärkung ist ja zum Beispiel auch, wenn du Kameraobjektive hast. Genau, ne? Wenn es übereinander fällt. Oder zum Beispiel, wer jetzt seinen Weihnachtsbaum abgeschmückt hat, die echten Glaskugeln. Oh ja. Ne? Also das ist wirklich, das schützt auch eben vor Bruch. Echt gut gepolstert. Auch stabil, also super stabil, auch nicht so ein... Nicht so ein billiges, labbriges Material, sondern schön. Ja, und dadurch, dass man das überall verstellen kann, kann man es eben individuell einstellen für die Größe des Geräts, was man da reinstellen will. Mhm. Katja aus Ettlingen schreibt, da ich viel mit dem Wohnmobil auf Reisen bin, bietet mir diese Tasche eine tolle Möglichkeit für alle Eventualitäten für Tablet, Smartphone, Laptop. Weil einfach hier alles griffbereit zur Hand ist. Adapter, Kabel, Ersatzakku, Powerbank, Übersetzungshilfe im Ausland und so weiter. Eine tolle, preiswerte Idee. Stimmt, unsere Übersetzer. Unsere Sprachübersetzer passen alle rein. Katja, du Fuchs. Katja ist ein Fuchs, ganz genau. Also, diese tolle Tasche kostet normalerweise viel mehr Geld heute für 10 Euro, weil Sie die 10-Euro-Show gucken. ZX8120 und die 569 ist die Bestellnummer für unsere tolle Aufbewahrungsbox. Aber natürlich schafft man damit auch viel Ordnung. Gerade wenn du mehrere Ladekabel hast, ne, bevor die dann so ein Knäuel bilden und dann vielleicht so Knicke entstehen, dann kannst du die ja dann auch irgendwann wegschmeißen. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch und nützlich und das für 10 Euro. Aber ich finde es auch schön für so Kameraobjektive, ne? Ja, alles, was kleines, empfindlich ist, kann man da reintun. Wie gesagt, die Fächer können wir alle individuell einstellen. Tolles Produkt hier. Ja. Wir machen weiter. Oh. Da kommen schon wieder Jessica und Merve. Diesmal haben wir unseren Einsatz nicht verpasst. Das hat doch keiner gemerkt. Super stylische Kopfhörer. Also man muss immer so tun, als sollte das so sein. Genau, das war alles gewollt. Wir wollten euch wirklich behind the scenes zeigen. Ich dachte, ihr habt euch die Haare Kopfhörer. Gemacht, deswegen wolltet ihr die Mütze nicht. Ja, aber das geht. Aber die coolen Kopfhörer, die gehen. Das ist ja nicht so. Oben geht nichts. Ich höre dich auch gar nicht. Toll. Was hast du gesagt? Ach so, das ist sogar ein Gaming-Headset, weil da auch ein Mikrofon mit dabei ist. Das heißt, da kann man dann... Das Mikro ist an der Seite, das könnt ihr runterklappen. Ja? Da, genau. Oh, perfekt. Ach, für das kleine Büro zu Hause. Gerade jetzt für, zum Homeoffice. Für Gaming, für Videokonferenzen. Kann man hier perfekt telefonieren. Ja, guten Tag, wer sind denn Sie? Ich Ihre Bestellung, wer bitte? Sind Sie? Ja, das geht gar nicht an. Hübsch. Toller Kopfhörer mit richtigen Lautsprechern drin. Ich mag richtig das ja, cool. Wenn man nicht diese Knöpfe ins Ohr stecken muss, sondern richtige Lautsprecher hat. Die haben einen tollen Klang, sind höhenverstellbar, also passen für alle Kopfgrößen. Und sind super weich gepolstert. Die tragen sich sehr angenehm, ne? Vor allem, man hört dann wirklich nicht mehr. Also jetzt, ohne dass irgendwie Musik oder irgendwas läuft, hört man die schon gar das nicht mehr. Das isoliert auch ein bisschen, also ne? Ist sehr angenehm tatsächlich. Ja. Das nennt sich Passive Noise Cancelling auf Neudeutsch. Ja, also gerade für dieses Passive Noise Cancelling, wenn du so Kopfhörer hast, die sind sehr, sehr teuer. Und gerade so Gaming-Headsets kosten auch nochmal ein bisschen mehr, ne, mit dem Mikrofon. Du musst es jetzt natürlich nicht mit dem Mikrofon nutzen. Man kann es auch einfach so als Headset zum Musikhören nutzen. Also auch das ist schön, weil da gerade der Sitz, die ist ganz, ganz wichtig. Ne? Gerade wenn du länger Musik hörst, dass es natürlich auch bequem und komfortabel sitzt. Ja, und das Kabel ist extra lang hier mit 2,20 Meter, hat ein Mikrofon dran, ein Kopfhörer, super natürlich für Videokonferenzen. Also da kann man wirklich am besten hören und sprechen eben und wird auch verstanden, wenn man so ein Headset auf hat. Und das hier ist jetzt, es nennt sich Gaming-Headset, aber können Sie natürlich für alles benutzen. Du hast ein Mikrofon und einen Kopfhörer hier mit zwei Steckern. Das können Sie einfach in Ihren Rechner reinstecken und können dann loslegen mit Ihren Videokonferenzen. So, Computer haben ja manchmal ganz schreckliche Lautsprecher. Deswegen ist es gut, hier einen Kopfhörer zu haben. Von Mikrofonen wollen wir gar nicht reden. Brauchen Sie nicht extra zu kaufen. Ist hier alles mit drin. Mit Klappmikrofon. Das kann man einfach nach oben klappen, wenn man es nicht mehr braucht. ZX1646 ist die Bestellnummer für unser Gaming-Headset. ZX1646569 geht für alle Computer natürlich, die so einen 3,5 mm Klinkestecker haben. Hat noch einen Lautstärkeregler im Kabel. Finde ich auch wichtig, dass man nicht am Computer laut und leise machen muss. Und dann das direkt am Kabel machen kann. Toller, toller Kopfhörer. Sieht auch sehr schick aus, finde ich. Sehr stylisch. Yep, finde ich auch. Und wir machen weiter. Und da kommen Sie schon wieder mit dem nächsten Umschlag. Ich glaube, die Anne ist dran. Und universal Kochtopfdeckel. Küche, endlich. Juhu. Ein universal Silikonrandglasdeckel für Töpfe und Pfannen.
Häufig hat man ja Pfannen und aber leider keinen Deckel mehr, weil man entweder keinen dazu gekauft hat oder weil der Deckel kaputt gegangen ist. Und das ist so ein Universaldeckel, den kannst du für alle Töpfe und Pfannen nutzen, die einen Durchmesser von 18 bis 28 cm haben. Und der ist echt schick. Und der hat diesen Silikonrand, das heißt, schließt auch schön ab, duftet schon ab. Ja. Ich bin schon mit dem Gedanken. Dichtet schnell ab, das wollte ich sagen. Wenn es heiß wird, dann saugt er sich auch schön an. Das war oben einfach. Ah, das ist natürlich auch bei irgendwann. Und man kann durchgucken, was da drin passiert bei mir im Topf. Stimmt, ob es überkocht oder ob es verbrennt. Ja, wenn ich Reis koche zum Beispiel, nehme ich keine Kochbeutel, dann nehme ich immer ein Teil Reis, zwei Teile Wasser, passt immer. Und das ist dann fertig, wenn kein Wasser mehr rauskommt. Da kommt da ganz hervorragender Reis draus. Und da braucht man eben so einen Glastopfdeckel. Und man sagt ja, auf jeden Topf passt ein Deckel. Und dieser eine Deckel ist genau dieser Deckel hier. Du bist hier. Mein Topf. Der passt auf jeden mein Topf. Topf. Sie ist mein Topf. Es passt. Oh. Perfekt. Ja, aber ich finde das auch ärgerlich. Man kauft sich eine tolle Pfanne und hat dann keinen Deckel. Den müsste man dann extra nochmal dazu kaufen. Hier, der passt auf alle Pfannen, alle Töpfe, was immer Sie wollen. Mit dem Silikon ist sehr, sehr schön, dass es eben auch so abschließt. Liegt echt gut in der Hand. Also ich finde, es fühlt sich richtig schön an. Bringen wir dich doch noch mal zum Kochen, Jessica. Ja. Ich habe mir das für dieses Jahr vorgenommen, gesünder zu kochen, ja. Ja. Also ich glaube fest dran. Ja. Es wäre super, wenn ihr auch an mich glaubt. Das haben sich viele Leute auch vorgenommen, eben gesünder zu leben dieses Jahr. Wir haben ja jetzt nach Neujahr direkt, da gibt es die ganzen Vorsätze. Und gesunder ernähren gehört definitiv dazu bei vielen von Ihnen. Und gut kochen kann man eben mit so einem Deckel, der auf alle Töpfe passt. Und du hast auch so ein Dampfloch, ne, für den Druckausgleich. Ja. Da heißt, da kann auch nichts überkochen. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Ich würde ja gleich mehrere bestellen, gerade wenn man jetzt eben viele Kochtöpfe hat, dann ist das natürlich super, weil gerade so Universaldeckel, die sind richtig teuer. Also 10 Euro ist ein super Preis, greifen Sie hier zu. Ist aus Silikon, wie gesagt, auch BPA-frei, passt sogar in die Spülmaschine und wir haben Top-Kundenmeinungen. Da über 90% der Käufer urteilen als sehr innovativ, Kaufempfehlung und sehr leicht bedienbar. Die Bestellnummer ist die NX 7977 und die 569 greifen Sie jetzt zu. Gerne bis zu fünfmal. Fünfmal, dann haben Sie auch einen Deckel, der auf jeden Topf passt. Für jeden Topf haben Sie dann den einen Deckel. Toll. Wir machen weiter. Auf jeden Topf passt ein Deckel, genau. Und das ist nicht ein Deckel, sondern genau der Deckel. Also auf jeden Topf passt der Deckel. Blöde deutsche Sprichwörter gibt's, ne? Wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Top Einsatz von den Damen hier, möchte ich nochmal dazu sagen. Danke, Jessica. Gerne. Was ist das denn? Ach, das ist der Pulsoximeter. Pulsoximeter. Sagt man Pulsoximeter? Nein, oder Puls. Also wegen Puls und Oxy wegen Sauerstoff. Also Pulsoximeter. Pulsoximeter. Und der misst eben den Puls und den Sauerstoffgehalt im Blut. Nicht im Blut, am Finger. Aber das Ganze blutfrei, ohne ein Tröpfchen Blut zu vergießen, das wollte ich sagen. Und schmerzfrei. Das heißt, du steckst einfach nur deinen Finger hinein. Und jetzt wird hier Puls und Sauerstoff gemessen. Wird hier der Sauerstoff in einem Prozent angezeigt. Und es ist ein Medizinprodukt der Klasse 2. Also es ist auch ein sehr, sehr zuverlässiges Gerät. Und es kommt mit dieser tollen Schlaufe auch noch, dass man es nicht verlieren kann. Mit so einem schönen Umhängebändchen, damit man unterwegs immer mal dabei messen kann. Und es ist egal, wie rum man es hält, das Display dreht sich automatisch mit. Das ist also kinderleicht zu installieren. Ah, jetzt hier. Und? Sagen wir mal deine Werte. Das ist alles super. 79... Und 64. Was, 64 Puls? Und 79 ist der Sauerstoff. Das ist ein bisschen, 79 das ist nicht gut. Gut. Das ist ein bisschen niedrig. Umgekehrt. Kind, geh mal an die frische Luft und trink ein bisschen mehr. Regie, können wir Leute, ihr mal ein ich Glas wollte Wasser es hier nicht sagen. Ihr müsst ja nicht, müsst ja jetzt hier nicht sagen. Ja, okay. Naja, ist ja noch Luft nach oben. Das neue Jahr hat ja erst angefangen. Ist noch Luft du hast nach ja oben. Paar ich wollte es jetzt hier nicht so schlecht. Wie sieht es bei dir aus, Merve? Also, mein Puls Besser. Liegt bei 47. Oh ja. 47. Ja, und mein Sauerstoffgehalt bei 94%. Sehr 94, gut. Du bist sehr ruhig und ja, sehr ausgelassen. Ja. Ich glaube, du brauchst auch ein Glas Wasser. Das ist sehr wenig, oder? Ja, aber wollen wir mal bei dir gucken? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Was haben wir Männer, müssen wir machen? Schauen wir mal. Bin ich ja auch gespannt, ne? Finger out steht drauf. Also. Nee, jetzt kommt's. So, jetzt hast du den niedrigsten. Dum, 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 dum. 92. Dum, 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 dum. 92. 92. Oh. Puls 150, das kann nicht sein. Normal, normal. Bist du irgendwie aufgeregt? Ich meine, ihr sitzt hier alle neben mir, aber so viel ja, sollte das nicht sein. Das kann man schon mal sein. Verstehen, ja. Da, 75 und 93, das sind normale Werte, sehen Sie es? Ich habe voll die unnormalen Werte. Dreht sich das Display mit.
Okay, toll. Kann man wirklich viel, viel brauchen. Ist ja auch genauso in Krankenhäusern haben sie das ja auch immer mit diesen Oximetern und Pulsmessern. Das wird genauso gemessen. Unser Pulsoximeter kostet nur 10 Euro. Ein Medizinprodukt natürlich. Hier mit der Bestellnummer NX8740569 hat ein LCD-Farbdisplay und eine hohe Genauigkeit. Haben wir ja gesehen. Das sollten eigentlich Menschen bei sich dabei haben, die viel Sport machen und Höhen oder Menschen mit Asthma, Lungenerkrankungen. Ja. Ne, also da ist es eben wichtig, dass du das auch mal dabei hast oder wenn du weißt, okay, mein Puls ist mal zu niedrig, mal zu hoch. Also für all diese Menschen ist es perfekt geeignet. Zumal es ist ein Medizinprodukt der Klasse 2. Für nur 10 Euro, weil Sie die 10 Euro schocken. Und die Preise gelten übrigens für 2 Stunden. Wer möchte es haben? Bitte schön. So. Oh, es wird musikalisch. Es wird musikalisch, wenn ich das richtig... Mit einem FM-Taschenradio, also mit dem ich Radio hören kann, aber auch meine Lieblingsmusik kannst streamen Musik kann per Bluetooth. Ach. Und USB und Micro-USB. SD. Ist also ein MP3-Spieler, ein Bluetooth-Box und ein FM-Radio. Alles zusammen in diesem kleinen handlichen Format, gerade mal, wenn man unterwegs ist. Und dann kann man richtig gut Musik hören. Ja, bester Klang. Hat einen guten Klang, echt schön. Hören wir gerade hier. Und du hast sogar 20 Speicherplätze. Und der Richard aus Saarbrücken schreibt dazu, passt in jede Jackentasche. Sehr kompaktes Kleingerät mit erstaunlich gutem Klang. Nach eigenem Musikprogramm oder Hörbuch über USB-Stick oder Micro-SD-Kärtchen kann man leicht zu den aktuellen Nachrichten im UKW-Radio wechseln. Top-Teil, sehr empfehlenswert. Verkürzt mit Kopfhörer die lästigen Wartezeiten beim Arztbesuch und andere Rumhängezeiten, wie zum Beispiel in der Bahn. Aber auch kleine Musikbox am Baggersee oder beim Picknick. Ja, er hat viele, viele Anwendungsbeispiele. Finde ich sehr gut. Vielen Dank an dieser Stelle, lieber Richard. Ja, gerade mal, wenn man unterwegs ist, mal im Freibad oder im Hallenbad. Wenn wir mal wieder ins Freibad können. Und wir haben hier sogar noch eine Taschenlampe. Taschenlampe ist auch noch. Wo ist die denn versteckt? Drehregler. Ach was, das gibt's doch gar nicht. Hier, ich hab's da an. Zack. Toll. Da. Das ist natürlich, ich kenne so ein Taschenradio noch von früher, von meinem Opa, aber da konnte man ja noch nicht Musik streamen. Ne? Das heißt, hier trifft Nostalgie auf Moderne, ist natürlich sehr, sehr zeitgemäß auch. Das ist süß. Nimmt nicht viel Platz weg, du kannst es beim Fahrradfahren nutzen, du kannst hier sehen wir es nochmal, hier wird jetzt gerade über USB-Stick Musik gehört, also sehr, sehr vielseitig auch einsetzbar. Ne? Der eine hört lieber Radio, der andere streamt lieber die Musik, hier kommt jeder auf seine Kosten. Ja, du kannst auch Hörbücher unterwegs hören, wenn du dir da auf einen Stick machst. Da passt einfach alles rein. Mit der SD-Karte kann man da auch noch reintun. Also ein Universal-Abspielgerät, kann man fast schon sagen. Und das eben in dieser super kompakten Form. Das kann man überall mitnehmen. Hat noch diese Schlaufe, dass man es ums Handgelenk machen kann. Irre. Und das für 10 Euro. Da sparen Sie auch richtig Geld. Sie sparen hier über 50%, wenn ich das richtig sehe. So zum Wandern oder mal am Baggersee oder spazieren gehen, dann kann man seine Musik mitnehmen. Ich höre ja auch gerne Radio, muss ich sagen. Ja, gerade so morgens, ne, da hast du eine Mischung aus Nachrichten und Musik und der Moderator, der einen durch den Tag begleitet. Ja, man entdeckt auch neue Musik mal, ne, weil wir wollen ja nicht immer nur die alte Musik hören, da hört man auch mal neue Musik. Hier eben ein Abspielgerät für alle Medien, UKW, MP3 von SD-Karte, MP3 von Stick und Bluetooth. Alles zusammen in diesem tollen, tollen kleinen Gerät. Und das für 10 Euro. Ist auch mal eine schöne Geschenkidee für einen Musikliebhaber. Also notieren Sie sich jetzt die Bestellnummer, holen Sie sich Zettel und Bleistift und notieren Sie sich die ZX1714 und die 569. Ach, was rede ich? Nicht erst notieren, am besten gleich bestellen. Denn bei unseren 10 Euro Highlights muss man immer sehr, sehr schnell sein, stimmt's? Ja, die gehen schnell weg, weil das eben die 10-Euro-Show ist. Und das war sie auch schon wieder, unsere 10-Euro-Show. Die halbe Stunde geht immer so schnell rum. Mein Favorit war, glaube ich, diese Lampe mit den, diese Kette, diese Lichterkette. Ja, meins war der Deckel. Ja, der Deckel. Der Topdeckel. Der Topdeckel. Und deiner? Ich weiß es ehrlich. Ich glaube, die Kopfhörer. Die Kopfhörer, ne? Die waren auch super schick. Ja. Und da finden Sie bestimmt auch einen Favoriten für sich. Schnell anrufen, 2 Stunden gelten die Preise. Viel Spaß.